Das war der erste. Dann steht auch noch einer. So gut, den haben wir schon gesehen. So, jetzt müssen wir 1, 2, 3 sind da noch. Und der noch. Ich möchte das Bonusziel auch noch schaffen. Mal gucken, wenn der hierher kommt, dann können wir den rein theoretisch hierher klingeln. Das sollte eigentlich gehen. Jetzt. Sonst geht da keiner mit. Und wieder einer weniger. Wieso nimmt er eigentlich nicht das Kleine für ein Attentat von oben? Den da kriege ich nicht von oben. Ich schalte sie nacheinander aus. Das ist korrekt. So. Das war er. Jetzt müssen wir noch den Schützen da oben machen. Den könnte ich mir manuell holen. Weil der guckt zum Tor. Und der andere da hinten bewegt sich eigentlich auch kaum. Der ist außerhalb und bleibt da so stehen. Und sonst ist hier auch keiner mehr. Wenn ich das so richtig sehe. Den habe ich mir so. Boah, Alter, die Verbesserung war voll geil. Viel, viel besser. Und schneller. Enorm effektiv. So, jetzt brauche ich noch ihn da oben. Danach kann ich hier alles in Ruhe durchwühlen. Hier kennt das Löckchen. Oh, haben wir schon wieder voll. Die haben meine Kutte vibriert. Warte, jetzt. Der andere, da vorne, warte. Wenn ihr wieder herkommt, dann könnten wir den Attentäterisieren. Genau. Hallo? So. Schon ist der Ofen aus. Köpfe. So, alles einsammeln. Gibt es sehr viel Zeug. Auch noch was. Zack. Munition ist voll. Hier ist noch was. Boah, hier gibt es echt viel Zeug. Da ist noch was. Ein Artefakt. Mongolisches Pferd. Mongolische Pferde sind oft ebenso gut gepanzert wie die mongolischen Krieger selbst. Ihre bevorzugten Rassen sind zwar verhältnismäßig klein, aber dafür sehr widerstandsfähig und in der Lage, selbst unter Extrembedingungen zu überleben.
Beinahe jeder mongolische Krieger besitzt mehr als ein Pferd, um immer das Reittier wechseln zu können, wenn die Pferde ermüden. Die waren schon, also kriegstreibereischerweise waren die schon gut. Also das muss man denen ja lassen. Die haben ja nicht umsonst so viel erobert. Hauptsache hier liegt Eisen im Stall rum. Da liegt ein Fuß. Und ein Knochen. Ich hoffe, die betreiben hier keinen Kannibalismus. Das wäre ein bisschen ekelhaft. Ich das mal so sagen darf. Und was klingelt hier? Ach, jetzt hat er auch was dabei. Ist aber voll. So, der Hütte noch. Gucken, ob hier nochmal drin ist. Komischerweise liegt draußen immer mehr rum als drin. Das prangere ich eigentlich an. Also, aber finden wir jetzt irgendwie allgemein mehr Vorräte, die so in der Gegend rumliegen? Gefühlt ja, ne? Brandfall. Wow. Vorräte? Okay. Lass mal ganz kurz nochmal. Ich muss mal ganz kurz hier. Gewährt mehr Vorräte beim Einsammeln. Okay. So, der Ort ist befreit. Dann haben wir hier noch wieder ein Fragezeichen. Dann gehen wir da noch eben hin. Wir holen uns noch Tadayoris Rüstung, keine Sorge. Nur, ich würde da gerne was kombinieren. Nämlich die Rüstung und dann würde ich gerne auch gleich den Ort da freiräumen. Was wir eigentlich schon längst hätte machen sollen. Das Vogel. Vogelstrauß. Ich flatter den mal hinterher. Ich gehe dem mal hinterher. Da ist er. Oh, ein Überlebendenlager. Okay. Quatsch war, das gibt es hier sicherlich nicht. Möchtet ihr sehen, was ich habe? Nein. Du hast nur unnützen Krams. Braucht ihr irgendwas, mein Herr? Moin, Lagerinspektor. Ich suche Illegales. Aber anscheinend gibt es hier nichts Illegales. Habt ihr ja alle mal Glück gehabt, wa? Da habt ihr ja alle nochmal Glück gehabt, gell? So, jetzt können wir nämlich hier hin. Auf geht's, jetzt holen wir die Rüstung. Das ging schnell. War keine, kein Fuchsbau. Ich sag immer, alles, was kein Fuchsbau ist, geht schnell vorbei. Aber gut, war halt ein Lager, naja, gut. Kannst du machen, musst du aber nicht. Weiß auch nicht, warum wir so viele unbedingt haben müssen. Schweine. Soll ich das mal damit machen? Okay, hätte ich auch so schießen können. War dumm. Entschuldigung. Egal, unser Fell. Ja, so und so. Wieso ist eigentlich. Sag mal, es ist schon wieder Gewitter, ne? So. Es ist schon wieder Gewitter. Warum ist denn schon wieder Gewitter? Ich gehe mal davon aus, dass wir da oben hin müssen. Ich habe doch gerade erst den Flötenspieler gemacht und jetzt ist schon wieder Gewitter. Das kann doch nicht mehr normal sein.
Wo ist denn das schöne Wetter? Wieso haben wir kein schönes Wetter mehr? Ich glaube, das liegt am Patch. Ich habe da ein ganz starkes Gefühl, dass das am Patch liegt. Jetzt regnet es nämlich auch schon wieder. Das ist doch nicht normal. Das kann doch gar nicht mehr normal sein. Ich würde gerne mal einen Tag-Nacht-Wechsel durchführen, weil ich glaube, es ist auch schon wieder nachts, ne? Sie haben die Musikanten. Na toll. Zwei Bogenschützen, ein Schildträger. Na, leck mich doch! Oh, ich wollte gerade hin. Ich war ein Mühe zu spät. Scheiße. Wie soll ich das denn leise machen? Sie haben die Musikanten. Wo bin ich? Wie die direkt auf die Geisel loslaufen, ne? Spasti. Wow, ich habe ihre Kollegen quasi vor ihren Augen mit dem Pfeil alle, also die meisten mit dem Pfeil erledigt. Die haben mich gar nicht gesehen. Sind die blind? Alle haben Vorräte dabei. Was ist das denn da? Pfeile? Bitte rettet mich! Ja, mache ich gleich. Hier nur die Rüstung rein. Sieht aber nicht so rüsthaft aus hier. Bald seid ihr frei. Mein Herr, wie habt ihr uns gefunden? Ein Nachkomme Tadayori schickte mich hierher. Was ist mit euch passiert? Ein mongolischer Spion fand eine vergessene Schriftrolle von Tadayoris Erstgeborenem. Sie zwang mich, sie zu entziffern. Und sie führte uns hierher. Sie haben also die Rüstung. Nein, ich führte sie in die Irre, da ich auf euer Kommen hoffte. Das war riskant. Es hat sich gelohnt. Die Rüstung ist unter diesem Denkmal versteckt. Nehmt sie an euch, mein Herr. Ein Denkmal an Tadayori. Du hast sie in die Irre geführt? Aber sie war noch quasi da. Schwachsinn. Na gut. Muss ich nicht verstehen. Die sind alle ein bisschen komisch hier. Joris Rüstung. Unglaublich gut gearbeitet. Eine Rüstung, die einst dem legendären Bogenschützen Tadayori gehörte. Was kann sie denn? Wir können sie verbessern, das ist schon mal schön. Erhöht die Geschwindigkeit beim Einlegen und Nachladen. Erhöht die Gesamtdauer von Konzentration. Wow, um eine Sekunde. Hey. Kopfschüsse erhöhen die Konzentrationsanzeige wieder um 25%. Okay. Interessant. Also jetzt haben wir eine Nahkampf. Eine Fernkampf- und eine Erkundungsrüstung. Interessant. Haben wir auch hier irgendwas von Tadayori bekommen? Das
Samurai, Samurai-Clan-Helm. Veredelt. Kommt der her? Mit Stolz von den Samurai von Tsushima getragen. Oder gehört der zu unserer neuen Rüstung? Ne, den hatten wir, glaube ich, schon mal, oder? Stirnband. Azura. Ne, wir haben sonst nichts von Tarayori bekommen. Okay, ich lasse mal trotzdem erstmal die Tracht des Risen an. Zurück, Musikant. Ich halte euch die Mongolen vom Leib. Ich glaube, ich sollte Tarayoris Rüstung tragen. Voll daneben. So konnte Tadayori also hunderte Piraten allein besiegen. Noch mehr. Geht es euch gut? Ja, mein Herr. Das war, als hätte ich Tadayori selbst zugesehen. Geht so, ne? Wir kriegen viele Vorräte, das ist schon mal schön. Ich rede gleich mit dir, keine Sorge. Hauptbaum voll. Muss ich erstmal alle abpflücken hier. Heule. Vorräte. Geben. Die haben alle Vorräte dabei jetzt. Der letzte Patch hat es auch nochmal geändert. Ich meine, der vorletzte hat es, glaube ich, eingeführt. Gefühlt hat der letzte das nochmal verbessert. Aber dafür haben die, glaube ich, das Wetter zerschossen. So wie es aussieht. Das war, als hätte ich Tadayori selbst zugesehen. Die Rüstung ist perfekt für einen Schützen. Meine Geschichte fand das richtige Publikum. Und nun wird es für mich Zeit, weiterzuziehen, mein Herr. Das war's. Okay. Ich glaube, die ist aber eher so für Bogenkämpfer gedacht, ne? Weil ich sag mal so, das wird so ähnlich laufen, sag ich mal, wie in Skyrim, ne? Da kannst du, wenn du dir da verschiedene Rüstungssets zusammenstellst, zum Schleichen und Schlossknacken, zum Bogenschießen, zum Nahkampf, also das werde ich hier nicht machen, ne? Dass ich, sag ich mal, in so ein Lager reingehe, das erstmal vielleicht mit Bogen mache, ausdünne, da halt Tadayoris Rüstung anziehe und dann weitergehe, Nahkampf und dann wieder meine Samurai-Rüstung. Also das wird nicht passieren. Die ist zwar gut, die Rüstung, für Bogenschützen gut geeignet, aber ich denke mal, wir werden hauptsächlich bei der Samurai-Rüstung bleiben. Das geht ja auch. So, wir können natürlich wieder Sachen verbessern. Fallsteller, 6 Verbesserungen. Wir haben hier genug Fälle. So, und jetzt machen wir das Ding hier und befreien dann mal die Asamo-Bucht.
Es wird Zeit. Dafür können wir dann eigentlich gleich die Samurai-Kutte anziehen. Die Clan-Rüstung. Zack. Und so. Sieht schon heftig aus, ne? Okay, das Haus hier? Ja, muss ja. Da qualmt es. Was ist es? Ein. Ach, hier ist der Eingang, ne? Wir müssen aber dran vorbei erstmal. Hoppla, so. Und es ist immer noch Gewitter, ne? Also es wird irgendwie. Wird überhaupt nochmal Tag? Oder hängen wir jetzt in irgendeiner Zwischen- oder in irgendeiner Quest fest, wo es immer keine Chance. Nacht Wir sein müssen muss? etwas tun. Mein Herr, wir gehen zur Asamo-Bucht. Helft uns im Kampf. Mit einem Kampf werdet ihr alle dort drin gefährdet. Die Mongolen hungern unsere Ältesten aus und schlagen sie als Strafe für einen entflohenen Gefangenen. Eure Ältesten hatten nichts damit zu tun. Wo werden sie festgehalten? Eine ist beim Schrein, die anderen beiden wahrscheinlich in den Häusern. Wie wolltet ihr da reinkommen? Die Tore sind fest verriegelt. Beim Haupttor ist eine Öffnung im Zaun. Dort haben wir uns als Kinder rausgeschlichen. So kann ich hineinschleichen. Bleibe ungesehen, bis ich alle Tore geöffnet habe. Danke, mein Herr. Offene Rechnung. Müssen wir, glaube ich, auch heimlich still und leise machen. Hier draußen ist anscheinend niemand. Aber dahinter dafür. Okay, da kann ich mich auch gleich verstecken. Töte die Mongolenanführer, 3. Befreie die Dorfältesten, auch 3. Öffne die Tore des Dorfs. Und befreie die Dorfbewohner aus den Käfigen. Okay, ich könnte die herausfordern, wäre aber dämlich. Also hier sehe ich nur 2 von denen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich hier drüben verstecken kann. Der geht gerade ziemlich weit weg. Ich komme gar nicht wieder. Gehe erstmal hier hoch. Kommt gar nicht wieder. Da hinten steht ein ganzer Trupp. Jetzt kommt er wieder. Okay, wenn ich die beide hier anlocke. Ich hoffe, er sieht mich jetzt hier oben nicht. Da hier Geiseln genommen wurden, würde ich sagen, muss ich schon vorsichtig vorgehen. Ich kann immer nur einen hierher locken. Das ist aber ungünstig. Und dann würde ich lieber warten. Na, oh, echt jetzt? Na toll. Muss ich so machen. Hat er die Scheißglocke da oben hingeworfen, ne? Idiot. Einfach nur Idiot. So, rein theoretisch, wenn ich jetzt warte, bis der wiederkommt, ne? Dann müsste ich den... Dann müsste ihn hier sehen.
Und wenn er rankommt, müsste ich ihn schnappen können. Es wird keiner übergelassen. Sie müssen alle sterben. Das nützt leider nichts. Von den Typen hätte ich mir auch so holen können. Ohne die Glocke. Aber ich dachte vielleicht, ist das eleganter so. Von oben die alle zu holen. So. Hoffentlich sieht er ihn auch. Dann kommt er nämlich her. Hoffentlich erstmal zum Gucken, ohne ins Horn zu blasen. Der sieht ihn gar nicht. Was bist du für ein Idiot? Legium Jacinta. Nicht jetzt. Tentwe. Bin in der Qual. Oh. Jetzt mach doch, Mann. Oh, du Depp, ey. Also von oben, von dem Turm angreifen, ist ja eine Katastrophe. Vor allem gleich zwei Glocken verschwendet. Okay, jetzt muss ich auch ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Da drüben kann ich mich verstecken. Wir waren hier zum Glück schon mal. Wir kennen ja so ein bisschen die Orte. Können wir den nachher erstmal aufs Dach steigen? Hm. Also hier sind keine Geiseln in der Nähe. Ich warne dich. Kein Fisch, kein Essen. Wir nichts essen, du nichts essen. Wir müssen essen. Los, fang Fisch. Ich kann hier keinen Kettenattentat machen. Fuck. Wo ist denn der? Da. Die sind anscheinend alle zu weit auseinander dafür. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt in einen offenen Kampf verwickeln lassen möchte. Ich hatte keine Wahl. Na, komm her. Na toll. Da oben tötet gerade jemand die Geisel. Ich komme da nicht hin, ne? Ich glaube, das wird nichts. Heile unsere Kranken. Tot. Ja. Okay, also ich kann nicht in den offenen Kampf gehen anscheinend. Fuck. Oha, da muss ich aber sehr, sehr sneaky sein jetzt. Okay. Ich spawn hier. Da vorne sitzt noch einer. Da oben sitzt eine Geisel. Oh, vorsichtig.